schauen uns jetzt den Vlog von Sascha nur anschauen, wenn die richtig langweilig ist. Schon wieder? Leute, was geht? Herzlich willkommen zu meinem zweiten Vlog. Das war einfach noch ein Weihnachtsbaum. Heute ist es soweit. Heute reisen wir nach. Seht ihr die Tüte? Wisst ihr, wer seine scheiß Küche 7 Stunden aufgeräumt hat? Call me fucking wifey material. Ey, der hatte Sachen da. War 2 Jahre abgelaufen. Nee, sogar 3. 2020. Die waren im Schrank von dem Jahr 2020. Und das ist no joke. Richtig viel gewesen. Ich glaube, insgesamt 10 Tüten voll mit Müll gehabt, den wir rausgeschmissen haben. Berlin und das Beste. Ich hab den Koffer schon gepackt. Und für alle, die vergeblich im letzten Vlog den roten Faden gesucht haben, für euch heute eine kurze Erklärung, was wir überhaupt machen. Oh mein Gott, riechst du gut. Wir sind heute Gast bei Paul seiner. Das ist die Kerze, die ich gekauft habe. Weihnachtsshow. Ho, 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 ho. Verdammte Scheiße. Bisschen hoch. Das heißt, wir performen Heiligenschein und ich glaube noch keine Angst. Tage neuer Benzer. Jens hat verschlafen. Eigentlich sollte mich Jens abholen. Gespielt. Wir schauen mal, ob Jens überhaupt hier noch pünktlich sein wird. Ich fahr selber. Sascha, schaff's nicht. Du musst wieder allein fahren. Nee, was ist wieder? Hey Leute, ich fahr los. Der Klassiker. Ich hab eine Frage, kann man so Berghain gehen? Ja. Beziehungsweise kommt man überhaupt Berghain so rein? Was ist Berghain? Oh Leute, ich sag's euch, hoffentlich ist am Flughafen nicht viel los. Wir haben 13.07 Uhr, wobei Boardings um 14.25 Uhr, das sind über eine Stunde. Macht euch gar keinen Stress. Alter. Im Falle von, dass wir es nicht schaffen. Ey Leute, danke für den ganzen Support, danke fürs Zuhören. Ich sag euch, wie es ist, wenn Jens Kinder hat. Ah, Jens hat Kinder. Wenn Jens Töchter hat. Es gibt ja Damen, die machen so Fox, Eye Lifts, whatever. Das müssen die Kinder nicht machen. Die haben einfach schon so richtig geile Augen, so mandelformmäßig. Was kann man sich mehr wünschen? Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar da lassen. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder, wenn es wieder heißt. Du machst jetzt Foto mit dem Jungen. So, ja klar. Ja, du schaffst, mach deinen Tanz. Last Christmas, I gave you all. Dann bist du damit abgehauen, dass du nichts hast. Ich find die Augenform schön. 10.000 hinten drauf, ich lege dich nach. Sie sagen, ich bin nicht zum Arzt. Ich geh nicht zum Arzt. Aber letzte Nacht hatte ich einen Traum. Mit deiner Schleife. Wir machen nur Spaß. Und wenn's jetzt richtig gut läuft, haben wir wieder Christian als Paare. Let's go. Miteinander. Christian? Oh, der war auch mal mein Autofahrer. Der hat mich ganz schnell zum Flughafen gefahren. Da habe ich meine Tasche bei ihm vergessen, wo mein Ausweis war. Und da ist er, der war schon wieder weg und ich musste unbedingt boarden und ich war schon zu spät, weil wegen mir. Auf jeden Fall ist er richtig schnell nach zurückgedüst, hat meine Tasche gebracht, dann wegen ihm noch meinen Flug bekommen. Das ist so ein guter Autofahrer. You smart. You very smart. Der ist so krass. We the best. You We the genius. Best. Was ist das? Das ist meine Vlog-Kamera. Ah, Vloggy? Ja, geil, Alter. Ich freu mich. Hi, Leute. Hey, Vloggy. Leute, ihr glaubt nicht, wen ich getroffen habe. Mahlzeit. Die Nase ist voll schräg. Heute mag ich keinen. Alter, wie voll. Sascha, erzähl mal einen Witz. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Wir sind gleich dran. Mann, dann haben wir nicht aufgenommen. Oh mein Gott. Alright, Leute, kurzer Recap zu gestern. Was hat 2 Daumen und war gestern zu dumm, die Performance von sich selber auf der Bühne zu filmen? Richtig, ich. Kurze Roomtour hier von dem Hotel. Oh Paul, Gott. Was hast du uns hier rausgelassen? Essenswagen habe ich benutzt. Oh, Dusche. Cool. Oha, voll schön. Hab ich benutzt. Der Plan ist jetzt wie folgt. Wir sind heute noch eingeladen zu Palmen aus Plastik. Oh Mann, man sieht mich ja gar nicht. Verdammte Scheiße. Wir sind heute noch eingeladen zu Palmen aus Plastik 3 von Pascal. Wir lieben Sascha. Das ist kein Problem. Endlich wieder zu Hause. Leute, ich konnte gestern aus dem Backstage nicht mehr filmen, weil hätte ich aus dem Backstage gefilmt, hätte ich mir auf jeden Fall eine Bombe... Ich finde die Vlogs so witzig, die sehen fast aus wie bei mir. Irgendwie so, das war alles, was passiert, nimmt man dich auf, aber man redet darüber. Von Just ist gefangen. Das heißt, das sieht und dann soll noch einmal jemand sagen, es ist unaufgeräumt hier. Ey, ich hatte auf jeden Fall krasse Tage in Berlin, aber halt auch... Ja, eigentlich Tage, wo man jetzt nicht so viel filmen kann, irgendwie. Aber wo man filmen kann! Oh, 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 guck mal, oh, oh, wer ist das? Oh. Ist im Ikea. Bitte, Leute, helft mir. Ich will da nicht hin. Ihr müsst euch vorstellen, Isa hat die gesamte Küche aufgeräumt. Ja, ich weiß, ich habe einen anderen Tag. Ja. Als gerade eben, aber es ist auch ein ganz anderer Tag. Guckt euch das Mami. An. Ey,
ihr müsst euch vorstellen, das hier war voll. Ich habe extra noch so Behälter gekauft, damit ich alles in Behälter legen kann. Wenn du diese Schublade aufgemacht hast, das, was drin war, ist schon teilweise rausgefallen. Die Schublade war dead. Isa hat einen neuen Wagen. Oh mein Gott, hä? Oh mein Gott, das Auto ist so geil. Du bist jetzt meine Chaya. Das ist der Klassiker. Jetzt siehst du die Hand weg. Diskussion. Isa sagt, sie hat verlernt, rückwärts einzuparken. Einfach, wisst ihr, du fährst irgendwo an der Parklücke schon mal vorbei. Ihr wisst, was ich meine. So, ihr macht mal einen kleinen Schlenker nach rechts und dann geht's nur noch einen Schwung nach hinten rein. Sie sagt, sie hat es verlernt und sie findet es einfacher, vorne so reinzufahren. Das ist erst. Vorwärts einparken ist so krass. Das machen nur Psychopathen. Zweitens sagt sie, das kann ich am besten. Du musst es gerade korrigieren da dafür. Ein brutales Auto, ich lieb's. Ich wünschte, ich hätte das Auto für immer gefühlt. Der Mann, der mir das Auto gebracht hat, der hat gesagt, hallo Frau Schneider, ich habe hier das Auto für Ihre Mutter. Und ich gucke den so an. Das ist für mich, das ist nicht für meine Mama. Der so, oh, Sie sind die Besitzerin? Und ich so, ja, ich bin Isabel Schneider. Und er so, ja, okay, dann habe ich dein Auto. Freut mich, dass eine junge Dame das Auto fährt. Das freut mich mega. Und ich war so, oh, danke. Und dann hat er mir das Auto gegeben. Und ich habe es gefahren, das war's. Keine krasse Story. Da hat er mich nur gefragt, wo die Bushaltestelle ist. Beziehungsweise nicht die Bushaltestelle, S-Bahn. Bei mir, wo ich wohne, gibt's keine S-Bahn. Deswegen die S-Bahn-Stelle. Du musst es gerade korrigieren da dafür. Dafür stehe ich perfekt. Ich stand wirklich perfekt. Wenn ihr wüsstet, ich stand perfekt in dieser Lücke rein. Nicht schwer mit den ganzen Einparkhilfen, die wir da haben. Also die ganzen Kameras, die ich da drin habe in dem Auto. Das wirklich, ich stand so gut. Also da braucht Sascha mir nichts erzählen. Sascha, der fährt immer... Okay, der fährt auch sehr gut Auto. F steht für Freunde, die was unternehmen. Oh, der hast es so gehasst. Der hatte gar keinen Bock. Der hatte gar keinen Bock. Wer hat den klassischen Anfängerfehler gemacht? Ich habe jetzt gedrängt und gehetzt. Jetzt sind wir gleich am Ende. Wenn wir zu Hause was vergessen haben, wer ist schuld? Und ich habe was vergessen wegen ihm. Wir wissen ganz genau, wer schuld ist. Du hast es schon zugegeben. Und du weißt ganz genau, was das bedeutet, ja? Oh Gott, scheiße, das hat er getan. Guten Abend, ihr seid das auf einem geilen Stream. Das war das Video. Was soll ich euch sagen? Die letzten Worte will ich nicht haben. Ich überlasse die letzten Worte Marcel. Ich hab keinen Null Bock mehr. Null Bock. Ich werd gespawnt und bin tot. Geiles Video. Geiles Video. Hat mir sehr gefallen.